Also die fand ich richtig, die fand ich richtig geil. Ich weiß ja Okay, nicht, wie man tell den. me. Okay. Den FSS Gefechtsgriff. Unterlauf oder Nee, Griff, Griffband? Griff, Griffband. Ja. Den tunst du auf Ach ZV-Geschwindigkeit. so, ich bin in-game. Dann gehen wir kurz raus. Ja, ist eh eine Kacklawie. Eine Frage, hat sich jemand gemeldet wegen Hass oder so? Ich wurde schon zweimal gemeldet. Ja, ich wurde auch schon Ja, ich gemeldet. auch. Jeder, glaube ich, irgendwie Jeder wurde, gefühlt. glaube ich, gemeldet, einfach schon. So, den tune ich auf ZV. Ja. Aber das untere lassen. Nee. Machen wir jetzt mal austesten, ob es die richtige ist, ja. ZV und auf Sprint zum Feuern Tempo. Aber voll, ne? Ja, voll immer. Okay. Also immer voll. Ja. Die Hochgeschwindigkeitsmunition, 556. Noch nicht Ja. gemeldet, peinlich. Die tunst du gar nicht. Okay. Dann Phase 3 Griff. Wie sieht der aus? Also, was ist das für einer? Aber es gibt 1000. Da ist So ein ein Loch in der langer oder Mitte, da ist ein. ein Loch in der Mitte. So ein bisschen wie Kommando Vordergriff. Ah, hab ihn, ja. Was war da, was bringt denn eigentlich? Stabilisierung von Rückstoß, ne? Okay. Da gehst du auf maximal Untätigkeit, Zielstabilität. Und Ja. das andere lässt du. Schwerer Komodo-Mündung. Ja. Da gehst du auf maximale Waffenrückstoßkontrolle. Unten also, ja. Ja, und das andere lässt du auch. Okay. Und den 14,5 Tundra Pro Lauf. Ja. Und da nichts machen? Und da kann, also da ist jetzt hier in dem Fall ist da maximal effektive Reichweite gemacht worden. Wenn es jetzt langsam ins Visier geht, kannst du aber auf ZV machen, würde ich sagen. Je nachdem. Okay, der hat wirklich überhaupt keinen Schuss. Ist krass, ne? Das ist Also wirklich krass, ja. die Scar hat mir wirklich am meisten gefallen von den ganzen Waffen, fand ich. Digga, auf den Ja. letzten dahin, du musst wirklich nicht gegenhalten. Das ist überkrass, oder? Das ist schon sehr tough, ja. Also die Aber hat es ist wirklich. halt für Warzone interessant, weil 30 Schuss. Ja. Aber du könntest es ja ändern irgendwie. Ja, aber was willst du? Du brauchst ja quasi zwei Aufsätze eigentlich. Du brauchst ein Visier Ja. und du brauchst ein größeres Mag. Ja, das ist halt die Frage, ne? Was machst du dann weg? Griffband? Griffband und vielleicht die Muni, aber not sure. Ja. Griffband und Muni wahrscheinlich. Warte, ich probier's mal so aus. Visier ja safe das Schlager, ne? Oder Das ist spielst du halt zumindest, glaube ohne ich, Visier, ein. ne? Ich weiß nicht, das ist dann so Graustyle, weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, auf Range ist das schon nicht geil. Ohne, komplett Ja. ohne Visier. Na, komm da auf die Range an, ne? Ja. So, wir gehen mal auf den Schießstand. Geht okay Geht ins klar, ja? Visier. Ja? Du kannst ja noch das Visier auf ZV-Geschwindigkeit bauen, ne? Ja, dann verlierst du aber einen Recoil-Control, oder? Nee, ich glaube, mehr Flinch kriegst du dann. Zuckungsresistenz, ja. Ja. True. We try. Boah, ich sag's dir, wie es ist, das ist krass. Ist krass, ne? Ich Das auch ist wirklich gesagt, sehr, sehr ich glaube gut. auch gesagt, das Sturmgewehr wird wahrscheinlich Scar sein am ehesten. Ich mach's auch Also, mal. wenn ich jetzt nicht dagegen drücke, warte mal, dann ist das schon ein Recoil auf jeden Fall. Ja, aber es ist wirklich. Das ist halt so ein Kontrollier. Das ist so ein richtig geiler. Also, den kannst du easy Ja. kontrollieren, weißt du, meine? Also für Warzone 1 wäre das eine Trash-Waffe jetzt, Ja, aber safe. alles hat viel mehr Rückstoß Ist in auch Warzone VLK, wie 2. sie gemacht, ne? Nein, nein, nein. Nicht? Spiel das Schlager. Das ist Schlager? wirklich besser, ja. Was? Achso, Schlager? Okay. Schlager mal 4. Das ist wirklich besser als das Und machst du auf VLK. Fern? Machst du alles auf Fern? Ja, ne? Achso, das weißt du noch gar nicht, oder? Ja, doch, das weiß ich. Okay. Oh, nee, das VLK. Ich finde das Schlager besser auf jeden Ja, Fall. ich probier's nicht. Ich hab's Schlager noch nie probiert. Warte, ich try mal Fern. Ich fand das aber nicht so geil, um ehrlich zu sein, weil das schon. Digga! Das Geht, ist ne? übergeil! Ja, ne? Bro! Body Disbelief. Spielst du das auf Fern? Boah, ja, Ja, auf Fern ist ja. krass. Gar kein visueller Rückstoß Ja, mehr. ja. Ja. Das schmeckt, Digga. Naja, das schmeckt wirklich.
Also das ist wirklich gar kein Problem, den da zu töten auf die. Ja. Ist das eigentlich, okay. Was für eine TTK ist das, die Bots in dem Ding? Das ist nicht die Standard-TTK, oder? Nee. Mehr, nee, würde ich sagen. Aus... Ja, ja, safe mehr, ne? Sieht schon irgendwie an wie 150 AP. Ich würde sogar noch mehr sagen. Schieß mal auf den Kopf von dem einen. Da brauchst du 3 Schüsse oder so. 4 Schüsse auf den Kopf. Das ist eine gute Klasse tatsächlich, finde ich. 4 Schüsse auf den Kopf. Mal merken. Ja. Ja, also das ist ja Quatsch. Ich glaube, dann brauchst du sogar auf jeden Körperteil gleich viel. Weil ich aber Brust gerade auch 4 Shots gebraucht. Nee. Das ist eigentlich interessanter. Nicht? Nee. Okay. Also ich baue mir mal die MCPR, wie ich sie spielen würde. Ja, wie weit ist der denn weg? Kann man pingen? Nee, ne? Nee. Haben sie ja rausgenommen, weil es ja diesen Bug gab. Ah, ja, stimmt. Hm. Hochgeschwindigkeitsmuni. Längster Lauf. Fetter Schalldämpfer. Die ist schon. Und die geht auch schnell ins Visier, ne? Dafür, dass sie 60 Schuss hat? Mhm. Und gar kein Aussatz mit ZV. Ich glaube, die zocke ich morgen, sag ich ehrlich. Weil ich will nicht das machen, was mich alle machen. Mhm. Ja, ich glaube, also MCPR wird schon sein. Das ist schon sehr krass. Das ist auch ganz wenig Idle Sway. Kannst richtig easy auf die Köpfe gehen. Das ist wirklich sehr easy. Und du hast halt ein 10-Schuss-Magazin, ne? Das hast du nicht vergessen bei der MCPR im Vergleich zur SPX. 10 Schuss gegen 5. Ja. Ja gut, Nachladen bei Snipers finde ich sowieso nicht so wichtig immer. Ja, 5 Schuss kann schon, du fallst ein Full-Team. Das kann schon auf Range einen Unterschied machen, finde ich. Doppelt so viel Munition. Dieses, du kannst kurz nicht mehr pressuren auf jeden Fall. Und wir werden ja, denkst, also ja gut, wenn du flinke Hände spielst, dann geht's. Stimmt, du willst ja flinke Hände spielen, ne? Ich werde, denke ich mal, Fokus spielen. Effekt da, danke schön. Ich hatte es in meinem Video gezeigt, aus welchen Tunen könnt ihr euch die Klasse angucken. Oh ja, das könnte auch. Scar und Sniper vielleicht. Aber willst du auch Scar Sniper spielen? Nee, ich würde. Oh, das wäre ein geiler Sniper-Support auch, glaube ich, ne? Scar? Ja. Ich halt keinen Rückstoß, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie die Close Range ist. Ja, genau. Ich weiß halt nicht, was Close Range ist, ne? Aber ich würde schon gern Wasnev und. Ich würde schon gern Wasnev oder halt AKU spielen. Hm. Oder ich nehme mal die Klasse. Und mach daraus mal eine Tac V. Tac V wird da langsam als die Säge, ne? Gibt's da ein großes Magazin? Da gibt's ein 50er, aber Drum Mag, das ist wahrscheinlich Ultraschit. Ja. Das ist wahrscheinlich Ultraschit. Horizontale und vertikale Rückschusskontrolle gibt's ja auch. Oh. Meinst du, man muss snipen? Ja, nicht müssen, aber ich glaube, snipen ist schon sehr stark in dem Spiel, ja. Mhm. Weil die Waffen auf Range schon krass viel Rückschuss haben, ja. Aber es kommt jetzt voll drauf an, ob die Sniper halt One-Shot-Headshot ist oder nicht, finde ich. Ja. Wenn nicht One-Shot-Headshots sind, so wie es in dem Gameplay war, dann würde ich nicht sagen, dass Sniper beta ist. Ja, also wenn die nicht One-Shot-Headshots sind, dann auf keinen Fall. Nee. Kannst du dir aber halt auch einfach nicht vorstellen, dass die nicht One-Shot-Headshots sein sollen. Ich sag dir, ich... Gerade wenn du so die erste also irgendwann wackelt die ein bisschen krass rum. Oh, okay, ich glaube also, Tac-V kann's knicken. Das Kampfgewehr? Ja. Die hat ja ein bisschen mehr geschossen, ne? Die hat, boah, das ist schon... Nee, das kannst du knicken. Also die wird zwar alles und jeden wegkrachen, was TTK angeht, aber das ist auf jeden Fall zu viel Rückschuss. Also wenn du nach den ersten 3 Schüssen auf das mittlere Ziel schon drüber bist, dann kannst du die wirklich knicken. Vor allem, ich habe die Sachen schon full auf Recoil Control noch gebaut. Hm. Man kann ja sogar die hier, die geht ja sogar vergleichsweise echt schnell ins Visier, man kann ja sogar noch mehr auf Rückschusskontrolle gehen. Ja. Bei meinen Dings hier. Hier kann man nämlich nochmal auf Stabilisierung von Rückschuss gehen. Mhm. Aber ohne Schalldämpfer spielen ist auch komisch, ne? Oder? Ja, aber ich weiß halt nicht, ob die Sachen auf der Map angezeigt werden oder nicht. Hm. Andererseits... Stimmt, ja.
in Warzone 1 war es so und in MW 2019 Multiplayer halt auch nicht. Also kann schon sehr gut sein, dass ohne Schalldämpfer das so ist. Aber die Schalldämpfer geben dir auch Recoil Control, also Okay. geht schon dann auch, denke ich. Ich versuche mit Schalldämpfer hier gerade mal. Man weiß auch nicht halt, welcher der beste Schalldämpfer ist, ne? Es steht halt überall einfach nur dabei, so Rückschusskontrolle und Ich so. habe gerade Muss so ein Tuning alles bisschen auf checken. Waffenrückschuss gemacht, es hat kaum was verändert. Also es ist schon ein bisschen weniger, aber nicht so viel weniger, wie ich jetzt gedacht hätte. Aber ZV-Geschwindigkeit ist jetzt auch nicht so viel mehr geworden, also irgendwie gefühlt gar nicht so viel gebracht. Ja, wie gesagt, das Tunen, das macht nicht so einen krassen Ding, ne? Nee. Nicht so einen krassen Unterschied irgendwie. 40 Schussmagazin ist das größte bei der AK, das ist auch nicht so geil. Na. Aber warte mal, Ja, warum habe ich 60 den Laser Schuss bei drauf Ska, gemacht? das, also ich sag ey, Ska sollte man wirklich im Auge behalten. Ich glaube, Ska könnte wirklich sehr interessant werden. Ja. Ich schau mal gerade Selbst die AK. wenn es erst Dingsmeter ist, erst Snipermeter, dann könnte es trotzdem danach dann irgendwie auch immer noch sein. Ja. Also. Oh, AK wackelt krank, 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 Ja. Bomben. Heftig. Ja, das sind alles Aufsätze für. Guck dich das an. Auf Range. Wild. Ich habe alles full auf Recoil gebaut. Im Multiplayer merkt man das alles nicht so sehr, aber das ist der Grund, wieso wir sagen, Sniper wird Meta sein am Anfang. Hey, die Sprunggewehre, ich muss hier dagegen drücken. Wirklich mit aller Kraft. Das ist schon alles nicht so geil. Wie schnell sind wir gerade von. Wir spielen Waffen hoch zu. Ja. Wir testen auf einmal alle Waffen aus. Ja, ich Komm. habe gerade aber richtig Bock irgendwie. Ja, Spaß irgendwie macht macht das das jetzt. Spaß. Aber auch STB 556 muss ich sagen, auch nicht geil. Habe ich schon gemerkt, als ich die mal auf Auge ist Longshots nicht gut. gebaut Nee, nee, habe, nee, nee, dass sie gar nicht mal so präzise ist. nee. Nee. Also bisher, Was wollen wir noch ausprobieren? was ich mir ausprobiert habe, M4 vielleicht noch. M4 könnte ich Ja, mir habe ich auch vorstellen. gerade dran gedacht, ja. Baue ich mal kurz. Ich weiß halt auch nicht ganz, ob dieser Griff, den du, also Unterlauf, den du gesagt hast, ob das der beste ist. Also laut Pro ist halt schon, deswegen. Ja. Also den Griff spiele ich auch auf der M4, den Phase 3 Griff. Okay. Gibt's da, ja, gibt's ein 60-Schuss-Magazin? Oh, bei der M4 gibt's ja so viele lange Läufe. Stimmt, welcher ist da der beste? Der Tempus Hightower? Wahrscheinlich, ne? Ich wurde gerade aus dem Dings geworfen. Ja, ich glaube, das ist der. Warte. Der Tempus Hightower, ja. Der Castle Compensator gibt dir halt Waffenrückschusskontrolle, was du noch tun kannst. Das ist halt stark. Ich mach das noch. Dann machen wir das Schlagervisier wieder. Ich find's gut, dass es 130 Visiere gibt und du jedes einzelne durchgehen musst. Richtig Bis du da nice. irgendwann ankommst. Schlager, Schlager, Schlager. Okay, es ist auch schneller, wenn du rechts rumgehst. Können wir uns merken. Schlagervisier kannst du direkt, also nach links drücken einmal. Andere Seite andersrum gehen. Oh ja, das ist auch lecker. Auch lecker. Muss aber das Visier noch auf Fern stellen. Boah. Das ist aber auch auf Range wieder Ich vergleiche mal kurz mit der sehr Ska. viel visueller Rückstoß. Ja, nee, 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 das ist auch nicht auf Range. Aber da geht's nur nach oben. Im Vergleich zu Ska geht's wirklich Ja. nur nach oben. Bei der M4? Ja. Also, weiß nicht, wie du die gebaut hast, aber mir geht's nicht nur nach oben. Doch, bei mir geht's nur nach oben. Bei mir geht die irgendwann nach links und dann wieder in die Mitte. Weil ich zeig dir mal. Ich mache mal ein Screenshot von meinem Dings. Hast du Tempus Hightower, F-Tech Castle, Phase 3, 60 Schussmagazin, Schlager? Ich habe schwerer Komodo, habe ich vorne dran. Schwerer Komodo. Ja, wie bei der Ska. Schau Naja, mal ganz okay. kurz, wo ist denn. Aber wird jetzt nicht so einen großen Unterschied machen, oder? Warte mal. Naja, das geht auf jeden Fall nicht nur nach oben. Warte, ich mach den Screen. Was ändert sich denn beim Tunen des Visiers? Du kannst die, also das, was ich mache, du kannst hier die Distanz von deinem Visier einstellen. Quasi wie so FOV kannst du einstellen. Wenn du es nah machst, dann bist du halt näher am Visier dran, hast mehr visuellen Rückstoß. Warte, ich zeig's dir im Vergleich. So. Ich hab einen Call gezeigt, ne? Ja, sofort. Das ist halt quasi das. Und jetzt vergleich mal direkt mit Fern. Da ist das Visier deutlich weiter weg und du hast dementsprechend weniger visuellen Rückstoß. So. Links ist Aber Ska, hast links du ist dich Ska. hingelegt? Nee, nee, im Stehen von ganz hinten. Im Stehen, okay. Lass mich mal vergleichen damit. Also links ist Ska, ne? Rechts ist M4.
Aber die M4 hat mehr visuellen, also viel mehr visuellen Rückschuss, viel, viel mehr. Da dampft es die ganze Zeit immer so geisteskrank rum. Ja. Aber schieß mal auf den letzten Gegner. Ja. Da wirst du merken, dass die halt schon bounce. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, was mich am meisten stört, ist dieser Rauch, da die ganze Zeit beim Schießen. Ja, das auch. Das ist richtig gut. Der ist halt bei das gar nicht so schlimm. Nee. Lachen wird halt, glaube ich, nicht so viel Damage haben, Chat. Deshalb, ich glaube, die lohnt sich nicht so doll. Fangkreuz kann man, by the way, nicht ändern, nein. Ich hoffe halt einfach, dass die Scar, also die TAC 56 nicht so ultra wenig Damage hat. Das wäre natürlich scheiße. Nee, hat die, glaube ich, nicht. Die hat, glaube ich, Oh, weißt du, was ich probiere? RPK. Ja, Schalldämpfer ist jetzt halt die Frage, ne? Aber ich glaube... Schalldämpfer wissen wir halt nicht, ob das, Ja, viel, viel weniger Wiese-Schuss, viel, viel weniger bei der Scar. Das ist viel schöner, viel angenehmer. Wie hier mal mit Schalldämpfer zu spielen. Phase 3. Fetter Lauf eigentlich noch, dann wird die aber richtig slow ins Visier wahrscheinlich gehen. Ich hab die Lachmann schon probiert, Chat, aber... Also auch in meinem Video gezeigt. Wird halt kein Damage machen. Ja, ich glaube, die macht zu wenig Schaden dafür. Das ist dann die Scar, egal wenn wenig. Ja. Ach Mann, Digga, ich finde dieses Schlagervisier nie. VK-Schlager, da ist doch. So, tunen auf Fern. Den Lauf auf Rückschussstabilität. Range, würde ich jetzt sagen, ist nicht mal so wichtig eigentlich. Schussdämpfung. Nee, bei den Kampf werden die Lachmann dazu für Rückschuss, glaube ich auch. Oder? Weiß gar nicht mehr. Kampfquer Lachmann? Hm. Naja, das ist ja auch ein Einzelschuss, ne? Ja, aber die kannst du ja vor Automat stellen. Ja, da hat die aber zu kleines Magazin, oder? Weiß ich nicht. Und selbst dann, also für die ganze Kombination, glaube ich, alles. Ja, es gibt hier so viele Mündungen, die wirklich genau das gleiche machen, laut dem Call, weißt du? Da ja. Also auch vom. Ich weiß echt nicht. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass man auf Range nicht durchzieht, die Waffen. Ja, das kann gut sein, dass man mal so ein bisschen burst, mäßig. Ja, ja, so ein RPK. Schüsse und dann wieder aufhören. Ja. So ein RPK hat zwar viel zu viel Recoil, wenn ich die durchziehe, aber wenn ich die so ein bisschen burste, dann kann ich damit schon beamen auf Range. Ja. Und wenn die halt eine krasse TTK hat, dann könnte das halt auch krass sein. Ja, Schlager ist übrigens wirklich besser als das VLK, finde ich. Ja. Wer hat's erfunden? Hier will ich jetzt nochmal die Mündung ändern. Oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Nein, okay. Okay. Was denn? Auf gar keinen Fall. Ich habe gerade die SO14 dann vollautomatisch gemacht. Nee, kannst du wirklich komplett knicken. Ach du Scheiße. Habe ich auch probiert im Multiplayer sogar und Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen, also wirklich auf gar keinen Fall. Ja, also man muss sagen, ohne Schalldämpfer viel weniger Rückstoß, ne? Also, ja, boah, das ändert schon krass viel, muss man sagen. Ja, diese Mündungsbremsen-Dinger, diese Mündungen, die haben halt stark, wirklich Rückstoßkontrolle. Trugelnert hat ja gestern auch das Video gemacht, Rückstoßkontrolle ist das, was wirklich hilft. Ja. Und dieses Dämpfen von Rückstoß und so, was der Schalldämpfer hat, das bringt nicht so viel. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ohne Schalldämpfer Meta ist. Aber wenn du halt auf der Map angezeigt wirst, das wissen wir halt einfach nicht, ne? Hm. Aber warum sollte man nicht? Warum glaubst du nicht? Ja, eigentlich wird es so sein, ne? Ja. Also TAC 56 gefällt mir von dem, was ich hier bisher getestet habe, sogar wirklich am besten. Hm. Und die MCPR, also... Da werden ganz miese Shots gehittet, sage ich dir. Da werden ganz miese Shots gehittet, wenn die wirklich One-Shot ist. Genau, ja. Aber ganz, ganz miese. Ey, wieso ging das noch nicht? Ja, mal gucken, was wir dann spielen, ne? Ja, schaltet auf jeden Fall später live ein, wenn es dann reingeht. So, das war perfekt für morgen der Upload. Wir testen Waffen. Für Warzone 2. Ja, ich bin auch immer noch dabei.
Ich habe so die wichtigsten, glaube ich, getestet. Hey. Schießstand. Das ist schon geil. Okay. Ich glaube, die TAK 56 hat mir mehr gefallen. Ja, also du wirst wahrscheinlich nichts dazu machen können, dass dir mehr gefällt als 56 würde ich sein. Boah. Wenn ihr euch das vorstellen, so richtige Three Pieces mit der Waffe, Alles leck. richtig schön polyatomar MCPR, oh, ums Eck pieken, weg, ums Eck pieken, Ex pieken, genau, ums Eck pieken, weg und bumm. Teamwipe. Einer Self-Wipe, Teamwipe. Das ist schon machbar irgendwie mit dem Kampfgewehr, mit dem Scar-Kampfgewehr, aber. Nee, guck mal, wenn man das jetzt nochmal, guck mal, wenn man das nochmal direkt vergleicht. Also hast du auch beide probiert, Chris? Das Kampfgewehr und das Sturmgewehr? Ja, Kampfgewehr ist Sturmgewehr ist schwach besser, dagegen. ne? Sturmgewehr ist besser. Das ist zu viel Recoil. Ich glaube, so von den, wirklich von den vollautomatischen Waffen ist, glaube ich, Scar die beste Entscheidung, glaube ich. SPR mehr Mobility, SPR auch keine Sniper halt einfach, ne? Ja, Also SPR wird das ist sicher kein wahrscheinlich ja. One-Shot. Da, genau, das ist halt wahrscheinlich ja, dass es kein One-Shot-Headshot ist. Was nicht One-Shot-Headshot ist, die haben weniger Bullet Velocity, die DMR ist, die haben kleinere. Es ist halt alles geringer. Das ist wie. Die K hast du auch am Ende nicht mehr auf Caldera gespielt, weil die nicht mehr One-Shot-Headshot gegeben hat. Und dann haben halt die Vorteile von so einer fetten Sniper überwogen, die halt One-Shot-Headshot gemacht haben. Bullet Velocity hatten keinen Bullet Drop, keine. Die fetten Sniper waren halt auf jeden Fall dann besser. Ja. Aber baut man auf Minibug? ZV-Geschwindigkeit Ja. die SP? Nee, safe nicht, ne? Nee, überhaupt Nee, nicht, würde ich nee. machen. Weil ich finde auch, die gehen sogar trotzdem noch okay schnell ins Visier. Du musst dich Ja. ja wirklich in die Lage verlegen, dass du wirklich eine Sniper auf Range spielst. Und dafür geht die. Bau mal meine MCPR Hast nach und du sag mal, wie du die noch. findest. Ich mach grad erstmal die SPX. Ich habe die sogar nicht mal getuned, tatsächlich, die Ding. Warte mal, Aber da macht effektive man schon Reichweite ist doch Schalldruck, oder? egal. Ja. Ich habe den F-Tech Reaper. Ja. Hier kenne ich eigentlich auch noch F-Tech ZV. Reaper? Ich will eher was F-Tech für die Hyperschallimpfe. Geschossgeschwindigkeit. Achso, ist ja das, ne? Ist ja. Aber da brauchst du die effektive Reichweite oder nicht? Würde ich sagen, nein. Ne, will ich eher auch. Dann nimm doch lieber den daneben, den Dreadnought. Ist der Gründen. Ich glaube. Wenn du auf Reichweite und Ding auf die Balken guckst, ich glaube, der gibt nicht so Ja. viel Bullet Ah Velocity, ja, weil der ist auch viel stimmt. kleiner. Ja, okay. Schön, dass wir keine Hard Ding haben, dass wir nicht Nummern haben, so wie bei Vanguard, wo es wirklich dabei steht. Schade da. Dass man halt einfach nicht weiß, was die Aufsätze wirklich machen, ne? Ist halt wirklich Ja, blöd. das ist wirklich echt. Ich würde schon auch noch immer noch auf ZV irgendwie gehen. Ja, einen Laser würde ich halt mitnehmen auf Ah jeden ja, Fall, ne? Laser für Zielstabilität auch wichtig. Sicherlich beim Laufen Ich ist eigentlich glaube, auch so würde ich egal. die wahrscheinlich spielen. Tune. So, warte, ich teste mal so. Das auf jeden Fall. Geht die jetzt bedeutend schneller ins Visier? Ich weiß gar nicht. Ah, das auf jeden Fall. Boah, die ist halt so geil. Du kannst eigentlich auf jede Range Quickscopen, weil die so wenig Idle Sway hat, meine Naja. MCPR. So geil. Einfach den Mittelpunkt da centern und so und abdrücken. Oh, und daneben geschossen. Super. Echt, also. Ja, geht schnell ins Visier. Okay, ich bin. Also meine geht dann auf jeden Fall wahrscheinlich für dich nicht schnell ins Ziel. Aber sag mir mal deine Hey, Erfolgsklasse. wieso habe ich denn keinen Schalldämpfer jetzt drauf? Was ist los gerade? Ich habe den Was Schalldämpfer ist drauf gemacht, los? oder nicht? Hä? Ist verbuggt? Echt? Ich habe einen Schalldämpfer drauf gemacht, der ist aber jetzt gerade nicht drauf gewesen. Ist gut. Oder bin ich lost? Ah, jetzt ist es erst die Klasse, die ich hatte. Davor einfach ohne Aufsätze Ja, gespielt, ich hatte super. vorher auch einen Aufsatz, aber es geht trotzdem Oh, geht wieder schnell ins Visier. um. Aber geht auch schnell, sie sehen. Soll ich dir zeigen, meine Dingsklasse? Meine SPX? Oh, da hast du 100% den Schaft abgenommen, ne? Ja. Naja, dann geht deine deutlich schnell ins Visier. Wobei, geht eigentlich. Ja, aber also sagst du, wie es ist. Das ist, glaube ich, auf Range nicht so geil, weil die krass viel Idle Sway hat. Findest du? Du musst halt Hey, immer ich bin wieder rausgeflogen. Mano. musst immer Luft anhalten. Ja, das mache ich ja sowieso. Aber ja, oh, die schießt halt auch sehr schnell, ne? Ja.
das wird halt, aber du feierst das, hast du schon immer generell mehr gefeiert, so diese. Du hast auch bei ich der war immer Kani K. Medizinstabilitätsschaft Ja, gespielt. genau, ich war schon immer. Naja, nee, aber wenn du nach so einem Shot wieder ins Visier gehst, dann brauchst du auch wieder kurz eine Weile, bis der sich wieder centert, wenn du Luft anhaltest und so. Und Das haltest, geht. anhältst. Und deshalb. Ich Ich glaube, glaube, meines besser. ich glaube, ich habe die Klassen gefunden, die ich empfehlen würde. Ja. Jetzt. Also, ich Also glaube, das ist auf SPX jeden Fall und. eine verleutschte Sniper-Klasse. Eine 100%. fleutsche Sniper-Klasse, ja. Absolut. Aber auf Range, Digga. Warum gibt die denn keinen Headshot da hinten? One-Shot. Ah. Doch, doch, sehe ich mich. Das sind die Klassen, die ich empfehle. Die Was Tag. sagt ihr, Ich Chat? würde sagen, Welche fanden die jetzt besser in Zukunft oder? Tag SPX. M4 sah ich auch noch okay aus. MCPR-Visier hat auch einen viel höheren Ding, Zoom. Ja, das kann schon sein. Also Wasniff Ja, war also auf das jeden ist es Fall auf und jeden Fall AKU nicht. auch. Wasniff AKU hat man in meinem anderen Video gesehen. Was findet ihr? Sieht jetzt besser aus, das hier, dann 1, Chat? Oder die SPX, die ich gerade gespielt habe, dann 2? Ich muss sagen, das sieht, also, damit fühle ich mich viel mehr confident. MCPR wirklich viel besser. Warum keine von den DMRs, SPR zum Beispiel, habe ich gerade erklärt, weil die viel weniger Bullet Velocity hier haben, du einen Aussatz für ein Visier auch brauchst. Und ich glaube, die nicht One-Shot-Headshot machen werden. Ich glaube, für wirklich Long Range, also Maske wird das wirklich besser werden. Okay. Und dann richtig schön in Polyatomar. Ui, da schön die Snipes verteilen. Ui. Ja, ich glaube AKU ist sogar eher als was, ne? Ja, AKU halt wirklich krass, aber nur wenn die halt nicht genervt wird, ne? Ja. Weil die war halt schon sehr dominant, sage ich mal. Na gut. Na gut. Na gut. Dann enden wir das Video, ne? Dann beenden wir das Video. Dann enden wir das Lasst ein Video. Like da. Lasst ein Und ein Like da. Abo. Und ein Abo. Und ein Like. Und auch noch ein Like und einen Kommentar. Und gerne auch nochmal Like. Und noch zwei Kommentare. Was sollen die Leute in die Kommentare schreiben, die bis hierher geguckt haben? Hashtag. Nur Hashtag. Nur Hashtag. Einfach Hashtag. nur ein Hashtag. Ausgeschrieben Hashtag. Ausgeschrieben Hashtag. Ja, Hashtag. gut. Damit alle Leute wirklich denken so, hä, was ist denn jetzt los? In die Kommentare gucken. Hashtag? So.